diesem Video von mir. Ich habe heute mal einen Parcours rausgesucht und will gucken, ob ich den meistern kann. Also würde ich sagen, let's go. Also der Typ, der macht immer so einen Parcours und verändert die Maps halt nach einer bestimmten Zeit wieder. Manchmal ist es geiler, manchmal ist es auch scheiße. Und egal was passiert, es ist immer sowas hier mit bei. Letztes Mal hatte er noch ein Runer. Rennen. War aber gar nicht so schwer, muss ich sagen, wenn man die Techniken dafür kann. Komm ich darüber? Ja. Sie rasten aus, mir egal, Digga, schrei weiter, blicke nur nach vorne, Exekutor ist der Parteileiter. Ich bin Boss und die anderen nur Einsteiger, ob wir auch verzocken können, nee, tut mir leid. Oh mein Gott, hast du zu viel Gas gegeben? Um diesen Penner zu zerficken, reicht ein Zweizeiler. Digga, bin ich wie ein Rottweiler, Welle, gib ihm Schott, seine Schuhe. Och nein, wenn ich jetzt schon sehe, was da kommt, habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Nein! So, jetzt haben wir es. Nicht zu viel Gas, nicht, dass wir hier wieder rausfliegen. Das wird jetzt wieder hier ein Problem. Ach, okay. Ich habe gedacht, man muss hier rumfahren. Geschichte, check den Controller, lass den Kabel belebt. Kurz
Oh mein Gott, da sind der Sprünge. Ich habe erst gedacht, dass... Okay. Ich habe erst gedacht, dass dahinter auch was ist. Sieht man ja von hier nicht. Mal gucken, ob man das mit... Okay, man muss das komplett mit einem Stück machen. Super. Ach Mensch, das ist doch kaum möglich. Die Karre zieht so rum. Oh. Naja, war dann wohl doch möglich. Ach, wir überspringen alles klar. Okay. Mensch. Ach Mensch, was ist das denn hier für Kack? Ich kann mich auch nicht in die gute Richtung drehen. Ich muss mich ja dahin drehen, aber... Ach Mensch. Oh mein Gott. Ja, das war mal klar, das war zu wenig. Ist das jetzt, ich muss hier so rausfahren oder muss ich jetzt eine Kurve machen? Ich weiß ja nicht mal, wo das Ding ist. Ich kann nicht mal darüber gucken, was ist das für eine Scheiße. Ich mache es einfach so. Habe Blut in meiner Hand, doch bin ich wählerisch. Okay, jetzt weiß ich, wo es ist. Wenn mein Herz schlägt, dann trifft die Bombe ein. Ich höre Leute rennen, ich höre Freunde schreien. Denk an mich und ich weiß, ja, mir fehlt der Mut. Ich geb dir Deckung, Freund, ein letzter Atemzug. Und wenn ich renne, ja, dann schließe ich meine Augen. Jede Bombe, die einschlägt, kann mir Träume wieder rauben. Ist der Krieg vorbei, so dass ich dich zielen muss? Nur noch Geräusche, die mir fiepen wie ein Tinnitus. Merk einen harten Schlag und jemand, der mich zieht, kann ich sagen, wer das ist, weil mein Verstaub nichts mehr sieht. Ich werde müde und verschlafen in Sofengarde. Lass mich nicht beeindrucken, denk an schöne Tage. Doch auf einmal kommen Sinne wie im Windebeck. Ich bin nicht fertig hier, das war nicht mein Zweck. Nehme deine Angst und wage dich. Nehme es in Kauf und lass nicht zu. Schau in den Spiegel, Mann, das bist du. Denn du bist ein Soldat. Nehme deine Angst und wage dich. Nehme es in Kauf und lass nicht zu. Schau in den Spiegel, Mann, das bist du. Denn du bist ein Soldat.
bei Sinnen und ja, die Panik lief. Und jede Bombe, die einschlägt, ist ein Weg zum Sieg. Setz mein Helm. Ja, alles klar. Nimm Befehle an. Klopf die Waffe leer von Sand, damit ich gehen kann. Es scheint die Sonne, aber blitzt, als wäre Gewitter hier. Granaten fliegen, explodieren wieder hinter mir. Ich sehe Soldaten reglos ohne jede Geste. Der Mut bleibt erhalten, doch der Körper verweste. Wann ist der Krieg vorbei, so dass ich nicht leiden muss? Beweg mich weiter und ich höre wieder Feindbeschuss. Alles brennt, doch was ich nehme meine Ziele wahr. Heute nicht verstecken, weil ich nicht mehr diese Schiene fahre. Und ich lade meine Waffe, mach mich schussbereit. Muss mich konzentrieren, jetzt zählt Genauigkeit. Entweder sie oder ich bin weg. Und ich kämpfe ums Überleben mit allen Mitteln für einen guten Zweck. Nehme deine Angst und wage dich. Nehme Essen, Kauf und das nicht. 100% auch falsch. Oder auch nicht. Auf gut Glück geradeaus weiterfahren. So. Und jetzt kommt hier noch ein Speed. Oder hier. Okay, so aus ist alles dann auch nicht. Wahrscheinlich brauchen wir den Anschwung. Ich hab schon früh angefangen, Ego-Shooter zu zocken. Zum Geburtstag gab es Doom und keine hässlichen Socken. War schon immer so ein Kind. Oh mein Gott, man springt einfach perfekt. Oh mein Gott, Junge. Perfekt. Zucker. Perfekt, Leute. Wir haben es geschafft. In unter 20 Minuten. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Oder ich suche eventuell noch was raus. Dann sage ich erstmal, haut darin. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Diesmal gefällt gut. Und tschüss.